Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu MechWarrior 5 nach langer Zeit mal wieder. Also MechWarrior 5 Mercenaries natürlich. Und wie ihr seht, steht hier auch wieder der Money, der ist mit am Start. Und moin, moin. Ja, wir sind ja mitten in der Kampagne quasi. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, ob das letzte, was wir gemacht haben, eine Kampagnenmission war. Auf jeden Fall muss ich da oben bei der Brücke erstmal mit der Eulen sprechen, weil das ist immer irgendwie, wenn es dann ein Stück weiter geht oder so. Und ja, auf jeden Fall, das ist der Stand der Dinge. Genau, wir hatten ja unser geiles hier Malschema, was du gemacht hast. Ich guck mal kurz, dass ich, weil ich glaube, ich muss ja die Rechte hier wieder freischalten, ne, dass du hier irgendwie, wo waren das nochmal? Ah, hier. Permit. So, jetzt kannst du nämlich auch da Max modifizieren und so was. Ich gehe mal eben da hoch und spreche mit der Alten und dann gucken wir mal, dass wir heute so ein, zwei Missionen oder irgendwie was machen. Und ja, ich bin gespannt. Es gab vorhin ein riesen Update, also irgendwie ein paar Gigabyte, die der runtergeladen hat. Da gibt es auch irgendeine DLC-Ankündigung, da habe ich aber nicht weiter nachgeschaut. Deswegen kann gut sein, ich klicke ja einfach mal durch, Leute, ne? Kann gut sein, dass jetzt hier vielleicht wieder irgendwie was anders ist, also man irgendwie vielleicht so hoffentlich ein paar Bugs entfernt hat und so, aber ich würde sagen, sehen wir gleich. Ja, ich habe die Story jetzt gerade hier einfach durchgeklickt. Wenn euch das interessiert, pausiert das Video oder guckt euch das langsam an, denn Story nicht schlecht hier, aber jetzt auch nicht geil. Und ich meine, wir wollen uns ja hier nicht voll labern lassen, sondern wir wollen ja auch ein paar Leute kaputt machen, ne? So, und das machen wir nämlich jetzt auch. Und dafür gucke ich einmal hier in unseren Mech-Hangar. Wie ihr seht, sind bis auf vier Mechs eigentlich alle hier recht fresh. Das ist ganz gut. Genau, sind nur die kleinen, also die beiden Javelins, Archer und wer ist da? Der andere hier, Jägermech, genau, die sind ein bisschen angeschlagen. Wir sind, glaube ich, in der Konfliktzone, ne? Ja. Wir haben hier zwei Demolition-Verträge, die wir machen könnten. Oder wir springen einen weiter. Da haben wir noch Assassination oder andere Sachen. Ja, oder wir machen einfach mal einen Demolition, oder? Ja, wir haben noch zwei Lanzen, haben wir komplett. Ja, dann machen wir einfach mal einen. Es gibt hier zwei Arbeitgeber. Einmal Davion und einmal, weiß ich nicht, was das hier ist. Okay, Rebellen. Da muss ich mal eben gucken, da kann ich nicht viel verteilen und es geht gegen Haus Davion. Aber hier haben wir einen super geilen Ruf, da kann ich also alle Punkte verteilen, das mache ich auch. 8 Beuteanteile haben wir, Maximum Versicherung und Maximum Zusatzkohle, sind zwar nur 600.000, aber hier ist auch nur Missionsschwierigkeit 13. 160 Tonnen dürfen wir einsetzen und dann gucken wir mal, ich klicke mal hier die beschädigten Max raus. Mhm. Ja, keine Ahnung, was willst du nehmen? Der Assassin hat irgendein Problem. Der hat, ach so, Mist, der hat noch LSR-Munition drin, obwohl er keine LSR hat. Ja, scheißegal. Ja, der Archer ist eigentlich gar nicht so sehr beschädigt. Der hat nur ein bisschen was abgekriegt. Ja, stimmt. Könnte man machen. Ansonsten, die Blackjacks mit AK-2 und M-Laser sind beide der gleich. Der Jägermech ist genauso. Also ist auch ganz leicht nur beschädigt. Ja, aber bei 160 Tonnen müssen wir eh gucken, ne? Ja. 90. Also selbst wenn wir beide Blackjack plus ein Handspeck oder Centurion Handspeck nehmen, haben wir schon 100. Und dann haben wir noch 230 Tonner frei. Ja, wir könnten... Ich guck mal kurz. Was hast du genommen, den Handspeck? AK-20. Daka, daka. Hat der auch die AK-20? Ja, ja, sicher. BF. Ja, sehr schön. okay, und der Centurion mit der AK-10... Oder Crab auch geil. Wobei Crab war ja, meine ich, immer geil, wenn die einer von den Leuten hier gekriegt hat. Mhm. So, und dann hätten wir nur noch 10 Tonnen frei. Das ist natürlich doof. Ansonsten könnte man auch gucken, dass man dem statt der Crab den Assassin gibt. Weil dann nämlich der letzte Typ hier noch den Heuschreck nehmen kann. Ja. Oder wir nehmen beide den Blackjack, einer noch den Urban Mac und dann Neuschreck. Ja, genau. Wobei, machen wir mal so hier. Ich finde, das sieht größenmäßig doch super geil aus, vor allem rechts hier, ja, ne? Ja, klar. Ja gut, ja, gut, ich bin gespannt. Demolition Contracts sind eigentlich immer die, die am ätzendsten sind, weil irgendwie ist da kommen da immer mehr Gegner und manchmal sind da auch so viele Panzer. Aber wir gucken einfach mal, ne? Wir machen die jetzt einfach mal alle kaputt. Und genau, die Basis auch noch. So, B für Radar. Okay, in dem Ding da vorne drin, im Krater. Okay.
Also das, Hotmod. Jo, Hotmod, warte, ich hab das funktioniert noch. Okay. Also es kann nämlich gut sein, dass hier ein paar Sachen, ja, also das Licht da, das ist auf jeden Fall anders, auch wie hier die Schatten. Schicker aus, und ne? So. Ja. Ja. Ja gut. Lassen wir uns mal überraschen, was jetzt hier so kommt. Schießt du mal mit dem Laser? Ah, okay. Ich glaube, das läuft ein wenig flüssiger, kann das? Also das es läuft hier ziemlich geil eigentlich, ja, und sieht auch ganz gut aus. Mhm. Okay, da sind die Gegner. Ja, und am besten direkt ruhig auch da reinlaufen, ne? Denn wir müssen ja hier die Basis kaputt machen. Ja. Hinter uns sind auch direkt ein paar angekommen. Noch keine Max. Muss ich hier durchkommen? Natürlich. Jetzt schon. Ja, ist ganz offen. Okay. Mhm. Oder mal durch da, aber. Bam. Einfach rein. Ah, die AKs machen natürlich schon ganz gut was kaputt. Das sagen die ja auch immer irgendwie so als Tipp, dass AKs und MGs irgendwie erhöhten Schaden geben, hier so Gebäude und so machen. Prozent haben wir. Gegnerischer Mech. Noch einige an Fahrzeugen halt, aber 12%, wir haben es bald. Ach, da bist du. Geil übrigens, auch die AK in dem Gehäuse drin, da sieht man richtig den Rückstoß. Okay, ja, ja, also ich merke das bei dem Ding hier richtig. 1%. Ich muss hier doch jetzt hier mal. So, wir haben's. Jo, 850 Meter Escape-Dings. Direkt raus, oder? Ja, ja. Mein Schaden hier geht, aber Arm ist rot und ja. Ah, die, ich glaube die Schulter, wo die AK drin ist, ist hinten rot. Bin ich mir aber nicht ganz sicher jetzt. Also intern habe ich noch nichts, solange das da ist, ist ja gut. Ja. Das Dropship. Oh, das war jetzt ja recht easy, ne? Ja. Aber wir sind auch, also ich hatte auch zwei Punkte, die ich gar nicht mehr weiter verteilen konnte, weil wahrscheinlich der Schwierigkeitsgrad 1 zu niedrig ist. Ich muss gleich mal gucken, also so, ne, wir könnten einfach mal die stärkeren Dinger machen. Ja. Ich muss gleich mal gucken, wie hoch unser Rating ist, weil ich meine, wir waren eh in dem Gebiet 1 runter und es kann sein, dass wir jetzt eh schon 1 gestiegen sind, deswegen muss ich auch mit der Chefin da quatschen. Hm. Mal schauen. So.
So, ja, wir sind, okay, wir sind fast auf 7. Keine Max als Beute, aber kohletechnisch ganz gut, auch nicht, so, nicht allzu viel Schaden gekriegt. Ja, magere Beute hier. Aber eine Menge Medium Laser. Ja, das ist auch gut. Ja. Gut, Schäden halten sich in Grenzen. Und dann ja, würde nur ich sagen, ja, Lowcast ist ein bisschen. Ja, Bein ab und so, aber ich meine, irgendwas ist halt immer, ne? So, ich hatte gesagt, wir sind fast 7. Das ist ein 6er Gebiet. Hier oben ist ein 5. Ne, Moment, stimmt gar nicht. Wir sind in einem 5er Gebiet. Mhm. Hier ist ein 4er, hier ist ein 6er. Okay, da könnte man ja mal in die Richtung fliegen. Dann würde ich fast sagen, wir fliegen mal zu diesem Industrial Hub da oben, denn da waren wir noch gar nicht. Moment, sind ein paar Sprünge. Hier sind es nur 100.000. Und hier ist auch ein 6er. Okay, nee, dann gehen wir doch nochmal hier hin, weil da ein Hero Mag ist. Ich glaube, den hatten wir schon angeguckt und das war nicht wirklich spannend. Aber ich gucke trotzdem mal, welcher das ist. Wir führen alle Reparaturen durch und springen dann mal in das 6er. Genau. Sollten also wir hätten noch eine Lanze zum Einsetzen. Zwei Blackjack, ein Urban Mag und eine Crab. Ja. Ja, aber ich meine, wenn wir jetzt eher mal hier sind, ein Jenner Hero Mag ist hier im Angebot mit einem... Ne, wo ist er denn? Hier. Mit einer LS, mit zwei LSR5, zwei KSR4. Ja, nett, aber nee. Wäre für eine Sammlung zu haben ganz nett, ne? Weil Jenner ist ja gar nicht so doof, aber... Ja. Sind wir schon da? Ja, wir sind da. Wir können reparieren. Kannst ja irgendwie überall Auftrag geben, wenn du willst. Ja, mach ich mal eben. Okay, Cold Storage haben wir nix. Wir haben hier ein paar Max, genau, das ist auch alles schön so. Wir haben nicht mega viel Geld, aber ist auch noch nicht kritisch. Deswegen, Piloten gibt es hier, aber keine vernünftigen. Deswegen würde ich sagen, ja, gucken wir einfach mal, dass wir tatsächlich zum nächsten Dingens fliegen, direkt weitermachen. Die sind alle gar nicht wirklich schwer beschädigt, ne? Also überall Repair reicht irgendwie. Genau. Krieg mal hier mit. Repair 11.500 ist ja gar nichts. Und, ah, okay, der, hier der Lokas da ist ein bisschen irgendwas im Sack. Bist du da gerade? Ja, da bin ich gerade drin. Ja, ja. Ja. Ja, und dann, okay, alles soweit fertig, dann springen wir. Und zwar, na. Okay, sowas. Hier zum Planeten Beecher. Unten ist der Planet Amiga übrigens, sehr geil. Aber der liegt unter der Konfliktzone, deswegen springen wir jetzt erstmal nach Beecher. Hier gibt es eine ausstehende Übertragung, ne? Ah, okay, die könnten wir uns natürlich auch einziehen. Warte mal, Home. Ja, Complete, aha, gibt ein bisschen extra Bonus und so. Okay, müssen wir nur mal gucken, wo das ist. Boah, was? Das ist am Arsch der Welt. Also ich meine, ich kann die Mission ja mal anlassen. Da steht auch Campaign Mission sogar. Aber das ist echt ein ganzes Stück entfernt. Allerdings fliegen wir eh in die Richtung, wenn wir jetzt zu diesem 6er Gebiet gehen. Und ja, da würde ich doch sagen, auf geht's, ne? Das fand ich ein bisschen unübersichtlich in der Kampagne eigentlich, dass... Also wenn man das jetzt nicht Tag für Tag mehrere Stunden spielt, sondern halt immer mal wieder, dann kommt man mit diesen Missionen so ein bisschen durcheinander, mit welchem Zusammenhang das war. Da fehlt irgendwie so ein klareres Missionslog, finde ich. Ja, ja, und das ist auch, wenn die dir halt, also du kriegst ja die Story immer nur mit, wenn du da halt mit der quatscht und so. Und das ist auch so relativ ermüdend, also es ist nicht so wie so klassisch mal mit irgendeiner Zwischensequenz und dann ist das auch wieder gut. Naja, okay, hier gibt es nicht einen Contract, das ist natürlich super. Dann gehen wir hier hin, da gibt es nämlich direkt ein paar. Und, ja, da müssen wir leider nochmal springen. Aber wir kommen näher an das Ziel da. Transmission. Ist aber noch ein Stück weg. Ich denke, das werden wir auch dieses Video nicht angehen. Mal gucken, wenn die nicht verschwinden sollte. Können wir die ja im Log machen und dann irgendwie das nächste Mal oder irgendwann angehen. Aber jetzt mal noch mal ein bisschen rasieren hier, wäre natürlich ganz geil. So, hier gibt es auf jeden Fall Verträge. Oh, 21er Schwierigkeit. Es gibt eine, zwei Missionen am Stück Dings für Haus Davion, also da kann man gut Punkte verteilen. Es gibt zwei Missionen für Liao, da haben wir halt nicht so den geilsten Ruf, sogar minus 1. Da kann ich also nicht so viel verteilen.
Okay, hier könnt, also bei der Davion-Mission können wir richtig fett verteilen und es gibt plus 25% Bezahlung, plus 50% Beute, das heißt für 1,5 sogar direkt statt 4 wie sonst. Oder nee, statt 2 wie sonst, ne? Also ich könnte hier auf 18 Beutepunkte kommen. Ach so. Sind dann halt zwei Missionen nacheinander, aber das können wir ja mal machen, oder? Ja, wir können ja dann sehen, wie viele Tonnen das sind, ne? Ja, 200. Also es sollte irgendwie erreichbar sein. Ja. So, dann stecken wir hier was in Coverage, damit wir hier auf jeden Fall auf der sicheren Seite sind. Aber auch mal hier oben in Kohle und natürlich Maximum Beute. Mit 18 kann man durchaus auch schon mittlere Max sich da snacken. Ja, 200 Tonnen. Dann nehmen wir aber die fetteren Geräte mit, wa? Ja. Welchen nimmst du, den Jägermech? Dann nehme ich den Archer und rechts nicht den... Ach, scheiße. Okay, dann warte mal, dann wird es aber knapp. Ne, dann nehme ich nicht den Archer, sondern nur einen... Wir könnten den Urban Black mitnehmen. Ja, nee. Ich nehme mal nur einen Blackjack, ja. Okay. Den AK-2 und so. Und rechts den Locust, den tauschen wir gegen eine Crab. Weil dann haben wir eigentlich, ne, also die beiden rechts hier, den Assassin treffen die nicht so gut, dann sind wir eigentlich so ganz gut aufgestellt, haben schön AK Long Range Power, ne, also du hast die AK-5er, ich habe die AK-2er. Pff, gucken wir einfach mal, wa? Jo. Okay, dann ready. Okay, muss hier noch ein bisschen laden. Übrigens, ihr seht es da an dem Namen, ne? MOR Money ist ja jetzt hier leicht umbenannt und so. Ist ja Money Online Racing. Ich habe das irgendwann im Video schon mal erwähnt und auch bei den Space Marine Videos gesagt. Der Money hat halt YouTube-Channel und zockt da wie so einen wahnsinnigen hier Assetto Corsa Competizione, wofür ja jetzt ein neues DLC raus ist, nämlich die GT4-Fahrzeuge. Das ist noch alles ganz frisch und da könnt ihr nämlich mal auf den Channel gucken, weil der nämlich so ein paar Karren zeigt und was da so ein bisschen neu ist und so. Kann man schön Sound hören, weil geile Karren dabei halt, ne? Maserati zum Beispiel. Ja, also wenn ihr da Bock habt, klickt da einfach mal drauf. In die Beschreibung von dem Video hier packe ich wieder einen Link rein. Und ja, guckt da einfach mal. Genau, also es gibt mehrere Fahrzeuge von diesem neuen GT4 DLC. Und da habe ich schon einen Großteil der Fahrzeuge drin und ich denke mal im Laufe der nächsten Woche wird dann tatsächlich der letzte Teil dazu kommen. Dann sind dann so Autos wie McLaren, AMG Mercedes bei, KTM Crossbow und sowas alles oder X-Bow. Und das wird schon ganz gut. Ja. Auf jeden Fall. Ist ja auch ganz geil. Plus natürlich auch eventuell Rennen, die richtig aufgezeichnet sind, ne? Ja, ganz genau. Ja. So, da geht's schon los. Ja. Ich habe den Eindruck, dass das auch grafisch etwas frischer ist. Ja. Also ich jetzt hatte nicht so häufig besonders, das, ne, ja, ich hatte häufig das Problem, dass das hier so leicht wie so faserig so aussah. So straffiert oder so, ne? Ja, genau. Das ist jetzt auf jeden Fall besser, also das sieht schon ganz geil aus. Die Explosionen waren ja beim letzten Mal schon irgendwie, dass die mal geiler gemacht wurden. Was? Spider, ne? Trotzdem. Manchmal gehen die Dinger auch nicht down. Ja. Er steht hinter der Mauer. Wir müssen jetzt den Checkpoint erreichen und dann wahrscheinlich auch wieder so wellenmäßig verteidigen, denke ich. Ja. Ja, die sind eigentlich ganz okay, die Dinger, ne? Ja. 16 Gegner. Kommt ja immer so wellenmäßig. Da
sind wir mal gespannt, weil gibt's den voll hart, gibt's aber auch in your Urban Mech. Boah, der Assassin ist schon ordentlich mitgenommen hier, aber. Ja, der ist glaube ich eine Reichweite von einem Urban Mech. Aber es ist kein Zerstörungsbalken, ne? Das ist gut. Ja, stimmt. Denn Missionen gibt es ja immer mit, ja, hier Basisverteidigung und darf nicht unter 40% fallen und so Scherze. Aber so ist natürlich wesentlich angenehmer, ne? Weil, also, ja. Was du willst, wieder ein Öffner. Wieder der gleiche, also auch mit AKCD. Dieser Moment, wenn die KI genau, also deine KI durch die Schusslinie läuft. Urban Mech ist weg. 9 von 16. Okay, der Assassin ist da rot von der Anzeige, aber noch ist nichts ab. Also von daher, nein, ist wieder weg. Panther. Und daneben wieder ein Urban Mech mit der AK-20. Den Urban Mech sollten wir zuerst wegmachen, dass der die AK-20 dann gut schießt, wenn er hier ist. Also. Wenn ich von irgendeinem Scheißding da getroffen werde, was ein bisschen stärker ist, dann versetzt der ganze Mech tatsächlich. Also ich meine nicht, dass das vorher war. Urban Mech ist weg. Er auch. Assassin ist auch weg. Jo. Okay, aber vier Stück noch, dann haben wir's. Zikade. Zikade, zwei Zikaden. Drei, oder? Jo, drei Stück. Okay. Schwenk dich damit auf deine, das war erstmal weg. Eine ist weg. Haben die vielleicht die Waffen ein bisschen stärker gemacht? Denn mir kommt so vor, dass auch die AKs stärker hier sind. Ja, finde ich eigentlich auch. Also, kann gut sein, müsste man mal gucken, Patchnotes oder so. Oder wenn es jemand weiß, der hier zuguckt, der sich da interessiert, kann es natürlich auch gerne mal kommentieren, wenn er weiß, was da jetzt genau Sache ist. Weil ich habe die jetzt gut getroffen, aber trotzdem, ich finde. Ja, also ich denke auch, das liegt nur daran, weil wir halt groß sind. Eh. Okay, einer ist irgendwo noch. Ah, hier hinten, Fahrzeug. Im Sim Racing nennt man die Leute ja Aliens. So, wir können abbauen, 600 Meter. Ja. Ja, man kann hier noch weitermachen, aber muss ja nicht sein. Dann ruf deine Leute mal zurück, weil hier die Crap ist schon wieder auf Attacke. Vom Schaden geht das auch noch. Also das wäre hier sowas, wo man zur Not die Max nochmal einsetzen könnte in der zweiten Mission. Aber oder die Not haben wir ja nicht unbedingt, ne? Ach, naja, ich habe so ein MG dabei. Jetzt kommt ja direkt so eine Folgemission, ohne dass man was machen kann. Mhm. Aber wir haben ja genug Max. Mission success, Commander. Time to get out of here. So, waren jetzt natürlich nicht so die fetten Max dabei als Beute, aber vielleicht kriegen wir irgendwas, weil, ne, Kohle.
Ist denn jetzt nicht direkt die Anschluss Dings oder? Ja, ja, doch, aber wir kriegen ja trotzdem für die Mission jetzt auch schon mal Kohle und Zeug, ne? Ach so. Können dann nur neue Mechs auswählen und dann geht's weiter. Okay. Fast 1,4 Millionen gekriegt, das ist natürlich geil. Hier wegen der Versicherung ja auch. Ja, eine Zikade können wir mitnehmen. Perfekt. AK-10BF mit 2 Punkten auch geil. Jetzt haben wir noch mal 1er frei. Hier nehmen wir einen M-Laser mit 2 Punkten. Ist doch mal gar nicht schlecht. So kann das gerne weiterlaufen. Der Pilot ist verletzter, aber ja, guck mal das Mech-Ding an. Da ist nur noch rot der Kopf da und alles andere ist weg. Ja. Ja, aber so sah der vorhin auch schon aus. Ja. Ja gut. Ah hier, siehst du, you have completed mission 1 out of 2 missions. Jetzt kann ich mich nur auf Continue klicken. Siehst du, und zack, ich bin direkt wieder in dem Bildschirm. Ich kann nichts machen, also ich kann nichts verändern oder so. Also Max können wir verändern und natürlich die Piloten, weil wir können jetzt natürlich hier irgendwie so einen Ersatz-Heini nehmen. Immer Captain Dao. Assassin raus. Ja, und dann nehmen wir andere Max, ne? Ich meine, du kannst natürlich auch mit dem Jägermech nochmal spielen, aber. Kannst du einfach was anderes nehmen? Nö. Willst du den einfach nochmal nehmen, oder was? Den Jäger mich nehmen. Wenn du den Archer haben willst, kannst du auch den Archer nehmen, sonst wäre Centurion auch geil. Und dann wären jetzt noch 35 Tonnen frei, da können wir den Urban Mech nehmen oder einen Javelin natürlich, ne? Für Verteidigung wäre der Urban Mech vielleicht gar nicht so doof. Wenn denn Verteidigung ist, also da oben steht jetzt Party Crashers. Ich weiß nicht, ob das jetzt dann vielleicht so eine Angriffsmission. Ah, warte mal, ich kann hier View Contract machen. Das ist House Yao Moon Raid. Ja, Moment, aber Raid ist doch eigentlich das, was wir hier gerade hatten. Ja, gut, dann geben wir dem nochmal den Urban Mac. Ja. Weil ist schon richtig, der muss sich da nicht viel bewegen, kann einfach die ganze Zeit schön ballern. Ist eigentlich geil. Du kannst den ja befehligen, da irgendwo stehen zu bleiben und dann ballert er. Ja. Ja, gucken wir mal. Mission ist schon ready. Ready. Sonst manchmal vielleicht auch gar nicht schlecht, dass der ein bisschen hinterherhängt, weil ja sowieso immer Gegner im Rücken spawnen, dann kann er die direkt wegmachen. Wenn er so drückt. Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Destroy target bone at all locations. Okay, also das ist eher sogar hart. Da können wir jetzt einfach geradeaus gehen, links, rechts. Ich würde hier rechts, glaube ich, eher lang gehen. Ja. Ja, machen wir schön easy peasy. Wir haben ja genug Reichweite dabei hier. Ja. Schon im Arsch, ne? Ich hab den nur, weil ich bin noch hinter dem Hügel. Guck mal, der Urban Mech, das sieht eigentlich ganz geil aus mit dem Camo, finde ich. So dieses Blau, Grün. Der ist jetzt wieder. Und die Umgebung wird ein bisschen gekommen, das habe ich das Gefühl. Ja, aber sonst nur mit so einzelnen Bäumen, aber stimmt. Oh, manche vor. Oh krass, der ging jetzt schnell weg. Ja, aber gehen wir erst weg zu diesem Punkt da an den 400 Metern. Ist ja direkt hier vorne. Dann hol die da hin, weil die laufen gerade den Berg runter. Das
wahrscheinlich dahinter, genau. Ne? Oder es ist dieses Gebäude. Auch da mit diesem Strom, das ist ganz cool. Ne? Ah, wird genau hier hinter sein. Ja, steht hier hinter. Toll, zählt's nicht. Okay, dann hier den in 800 Metern. Jetzt geht einmal auf die Map. Nein, 800 Metern. Oder ist... Ja doch, könnten wir ruhig machen. Ja. Ich meine, wir haben ja hier unten jetzt eh schon was weggeräumt. Dann können wir da runter gehen. Drei Helikopter. Ja, sehr schön. Das läuft doch ganz gut. Also ich habe eher Schwierigkeiten mit dieser Einschuss-AK zu schießen, anstatt mit den kleineren Schüssen. Hast du denn so eine jetzt da drin oder hat der nicht BF? Ich habe eine normale, also ohne dieses BF. Okay. Burst Fire. Ja, ich war im Arsch war oder was. Oh, da ist ein Mech hinter uns. Okay. Kann ich hier hoch? Weg, das ist noch ein Panzer. Und so Leute weggemacht. Command Center soll hier irgendwie sein. Also der Centurion hat ein Hitzeproblem, ne? Ja, ja. Okay, das ist down. Ach ja, stimmt, du hast ja den Jäger mit gar nicht dran. Ich war irgendwie so, weil ich dachte, der war irgendwann mal im Sack und dann haben wir normale AKs reingemacht. Aber nee, ist ja der. Achso. So, wo müssen wir hin? Wir haben alles bis auf einen Punkt. Ist noch irgendein okay. B für Map. Ja. Ja, jetzt einfach hochlaufen. Ja, hier ist wieder vorbei im Prinzip. Ne? Ah ja gut, ich kann die KSR auch vielleicht auf 3 legen als auf 2. Ne? Ja, oder man cycelt da wieder, aber ich hatte ihn ja gerade da in der einen Mission, ich fand das auch, der ist schon hitzemäßig. Aber gut, wenn man halt hauptsächlich mit der AK ballert und das dann so dazu nimmt, ne, geht's ja. Oder vielleicht haben sie auch mit den Waffen irgendwie was gemacht. So. Ich meine, richtig geil wäre ja mal, das war ja hier von Anfang an im Spiel leider nicht drin, dass je nach Umgebungstemperatur die Hitzeabfuhr auch besser oder schlechter ist. Was halt bei Webtech, also bei dem Strategiespiel hier ja geht. Da hatten wir übrigens mal überlegt, hätten wir gerne mal so ein Skirmish gemacht und das aufgenommen und auch als Video gemacht, aber irgendwie funzt das nicht. Also da hat man ständig, kommt man entweder in Lobbys nicht rein oder hat wieder Disconnects und das ist so doof. Ja, denn, ist echt schade. Ja, weil wir hatten es schon mal, dass es gelaufen ist. Und da ist man zwar auch relativ eingeschränkt, also man kann auch immer nur Lanze gegen Lanze spielen, aber da sind halt so viele coole vorgefertigte Lanzen, so ähnlich wie das früher bei dem Battletech Brettspiel war, da gab es das auch. Da konnte man sich dann so eine Lanzenbox kaufen und das war dann nicht unbedingt halt einfach das geilste oder stärkste, was es gibt, sondern einfach so, ja, so eine coole Zusammenstellung, also was weiß ich, Aufklärungslanze, Kommandolanze, sowas halt. Und das geht da bei dem Game halt auch, dass man da irgendwie sagt, okay, ich nehme irgendwie Scout-Lanze 1 und der andere nimmt halt, weiß ich nicht, ne, mittlere Feuerunterstützungslanze oder so. Da hätte man mal gucken können, wie das dann so ist, wenn man dagegen dann hat. Oh, hier ist ein MacBook vor mir, ein Fahrzeug. Aber ja, wie gesagt, leider geht's nicht. Man kann connecten, man kommt dann auch ins Spiel, kann ungefähr ein oder anderthalb Züge machen und dann stürzt er immer ab. Beziehungsweise geht raus und mein Connection Loss, sagt er dann, ne? Ja, genau.
Okay, oder oben ist gar nicht schlecht, wo du hochgelaufen bist, glaube ich. Ich bin, glaube ich, da, wo wir hin müssen. Ich glaube, ich mache das eben kurz kaputt. Jo. Okay, wir können abhauen. Ach, guck mal, die ist noch weiter nach da hinten hin. Ne? Ja. Ey, das ist richtig geil. Oh, fuck, nein. Oh, Glück gehabt. Alter, wo ich hier oben stehe, das ist ja fett. Ja, ja, da war ich ja oben dran. Ja, also das ist richtig cool. Und es schien auch gerade bei dem hier hochlaufen, dass das ganz gut geht. Und nicht wieder, ja, da ist ein Stein, ich bin leider dran hängen geblieben. Ja, ist trotzdem noch, weil das Gelände so zerfalten war. Aber das war okay. Drei Helikopter. Und down. Okay, aber ziemlich easy Mission und vor allem auch so vom Gegnerwiderstand. Also ich meine, hier waren jetzt keine irgendwie mal Max, die mehr Herausforderungen wären oder so, sondern wieder nur so Kleinzeug. Aber wie ehrlich, gesagt, ich meine, es geht auch alles schneller kaputt. Ja, ja, finde ich auch. Aber es wäre halt trotzdem mal geil. Also ich finde es halt immer recht nervig, wenn man so diese Missionen immer so runterspielt einfach. Cooler ist, wenn dann da wirklich, also man soll es schon schaffen können, nicht wieder so was, wo du denkst, so Alter, wie haben die sich das denn gedacht? Aber mal eben hier durch das Wasser laufen. Ach nee, ist gar kein Wasser. Doch. Das hier hinten, der ist noch ganz seicht. Nee, also es sollte schon eine Herausforderung sein und auch irgendwie anspruchsvoll, aber es muss halt schon auch machbar sein. Ne? Also ich meine, wir hatten ja mal eine Mission hier zwischen, die haben wir, weiß ich nicht, wie oft neu gestartet, weil dann irgendwie, keine Ahnung, wie die sich das gedacht haben. Und dann war das ja von hinten durch die Brust irgendwie, ne? Naja. Okay, aber wir haben hier diesen Zwei-Missionen-Vertrag jetzt erfüllt. Dann könnten wir gucken, ob wir die anderen hier auf dem Planeten auch noch machen. Oder auch nicht. Wir sind, jawohl, wir sind Stufe 7. Super. Und wir können zwei Mechs als Beute nehmen. Wir haben nur 12 Punkte. Und das sind natürlich genau 13. Wenn man den Javelin F einfach, weil er teurer ist. So. Mhm. Dann haben wir noch. Ja, die Javelins waren ja auch eigentlich ganz geil, ne? Ja. Wir haben ja auch zwei davon im Hangar quasi, was ja auch ganz gut so ist. Ja, und ich nehme jetzt hier einfach nach Value. Kohle auch wieder ganz gut, was wir gekriegt haben. Wärmetausch haben wir auch genug. Ja. So, 7. Januar 2019. Jo, geil Kohle. Wir sind mit 3,6 Millionen gestartet, sind jetzt bei 5,3 und haben noch ein Beutemeck im Hangar. Zwei sogar. Letztes Mal haben wir auch einen bekommen. Jo, stimmt. Geil. Oh ja, und eine Zikade ist ja eigentlich gar nicht so kacke, ne? Mhm. Nämlich ein Upgrade zum Javelin eigentlich. Ja. Dann könnte man einen Javelin lassen und den anderen vielleicht raustun und dafür die Zikade rein oder so, ne? Ja. Dann haben wir auch so, was die Tonnage angeht, mehr Auswahl, ne? Weil dann eine Assassin mit 40, Zikade mit 40, Urban Mac 30, Javelin 30, Lukas mit 20, also ist eigentlich gar nicht schlecht. Die Frage ist, ob wir hier jetzt noch eine Mission machen wollen oder ob wir springen, weil ich meine, unbeschädigte Mechs haben wir jetzt nur noch 4 Stück zur Verfügung, inklusive den beiden Javelins, und das sind auch 200 Tonnen Missionen. Was hatten wir denn? 110, 130 Tonnen könnten wir stellen, ne? Ja. Also es ist nicht ideal. Ich würde sagen, wir springen einfach einen weiter und gucken, dass wir Richtung Missionsdings da kommen. Mhm. Weil dann können wir nämlich hier, wir gehen nach Al-Mach. Da können wir nämlich entspannt die Dinger reparieren. Kostet jetzt auch nur 150.000. Und wir sind genau zwischen zwei Gebieten, also zwischen dem, wo wir gerade waren und quasi dem, wo diese Mission drin ist, die da vorgeschlagen war. Und ihr habt das vielleicht gerade auf der Star-Map gesehen. Kann natürlich sein, dass das ist, weil hier noch nichts erforscht war oder so. Ich habe hier nicht gesehen, also hier war nur dieses, da drin gibt es ein Hero-Mac. Hier war nur angezeigt, dass das so ein Industrial Hub ist, aber da war nicht angezeigt irgendwas. Weil manchmal sieht man ja hier besondere Waffe oder Hero-Mac oder was auch immer. Jetzt sehe ich halt, dass hier, wo wir sind, halt nichts ist. Aber hier drei Planeten weiter, das ist aber leider in feindlichem Gebiet. Also im Liao-Territorium, da haben wir nicht den besten Ruf. Da gibt es auch einen Hero-Mac. Mal gucken, was es hier so gibt. Es gäbe einen Shadowhawk zu kaufen und einen Thunderbolt.
Weil Thunderbolt 65 Tonnen und geil, kostet aber auch 3,7 Millionen. Centurion Hunchback brauchen wir nicht. Shadowhawk, eigentlich brauchen wir es nicht. Oder du bist schon dran bei den Max, ne? Mhm. Weil vielleicht machen wir das echt, schmeißt da eine von den beiden Javelins raus und machst die Zikade fertig. Ja, wir haben einen nur mit KSR6, glaube ich. Mhm. Zwei KSR6 und dann einen nur mit M-Lasern. Ja. Können wir auch überlegen, ob wir den mit den M-Lasern behalten, ne? Ja, das ist auch eigentlich die krassere Variante, würde ich auch sagen. Also der N ist so der Standard, schmeißen wir den raus, nehmen dafür die Zikade. Die Zikade erfahrungsgemäß bei diesem Game sehr geil. Nicht, wenn man die selber spielt, aber ich habe von den Teilen zwei Stück immer in meiner Aufstellung gehabt, noch bis ganz am Ende in der Kampagne, weil dann einfach irgendwie, ich weiß nicht, ob die Gegner die so schlecht treffen oder so. Ich meine, die sind ja auch schnell. Aber voll geil, also wenn die eigene KI die Dinger hat, die rennen da immer durch die Gegend, die machen zwar nicht viel, aber die gehen halt auch nicht kaputt, das ist schon geil. Und lenken Feuer ab halt, das ist schon ganz geil. Ich kann nur nicht ins Kühlhaus wechseln, ich kann die Max nicht reparieren. Okay, dann warte, dann schmeiße ich den 10N raus. Obwohl das auch geil ist mit den 2 KSR6, also das macht schon Damage auf jeden Fall. Na. Ja, oder was sollen wir machen, oder wir schmeißen den Assassin raus, weil er gerade so kaputt ist und nehmen dafür die grade... Zikade. Also ich, also aus meiner Sicht für 40 Tonnen hat er 2 KSR2 und einen M-Laser und die beiden Javelins sind viel stärker bewaffnet bei 10 Tonnen weniger. Ja, sind halt auch langsamer, aber ist ja egal. Ja gut, dann also, schmeißen wir den raus. Aber du hast ja mal gesagt, dass in dem Battletech-Brettspiel ist das halt so ein Kommando-Mech mit irgendeiner Funktion für Zielerfassung oder so. Ja. Aber das hat er hier ja nicht. Nee, genau. Also hier bringt er eigentlich so gut wie gar nichts und ja, deswegen hauen wir den weg. Gehe ich mal zum Market, Inventory und dann verticken wir den hier, den Assassin. 1,4 Millionen kriegen wir dafür und den Javelin, da kriege ich eine Million noch für. Also den erbeuteten Javelin, war nämlich auch ein F. So, heißt wir haben 7,3. Ja, ich weiß nicht, ich sage ja, man könnte diesen Thunderbolt kaufen, dass man einfach einen zweiten 65-Tonner hat, aber eigentlich finde ich, sind wir gar nicht so kacke aufgestellt. Die Mechs sind alle gar nicht so schlecht. Also, klar, ich meine, Urban Mech und Locust okay, aber das ist immer geil, um so, wenn du nur noch ein paar Tonnen frei hast oder so, dann trotzdem den vierten Mann mitzunehmen. Also, ne, schlecht. Und hier, die Blackjacks, der Hunchback, die sind jetzt nicht schlecht. Also, ist ja schon in Ordnung. Also würde ich fast sagen, lassen wir so und, aber ich gucke einmal nach Piloten. Ja, nur Kopfzeug. Dann halt nicht. Ich kaufe einfach mal Wärmetauscher, weil einfach, wenn es welche gibt, nehme ich sie mit. Weil die kosten fast nichts. Okay, aber du hast recht, wir haben viele. Aber ich nehme sie trotzdem mit. Und, ja, ich weiß nicht. Ich hatte vorhin gesagt, vielleicht machen wir das nicht mehr in dieser Mission, aber jetzt ist die Frage, kaufe ich auch mal. Jetzt ist die Frage, hast du noch Bock? Sollen wir noch in diese Mission da reingucken? Also da steht Kampagnenmission, aber eigentlich, warte mal, wo ist es denn jetzt? Ja, können wir machen, ist kein Thema. Ah, okay, nee, jetzt zeigt er die gar nicht mehr an. Das ist eine andere gelbe, die er hier anzeigt. Da steht nämlich, also es ist hier oben in dem Gebiet, High Reward Quest, also einfach was, wo man dann extra Kohle für kriegt oder so. Ja, aber gut, komm, machen wir mal. Haben wir Spaß, machen wir alles kaputt. Ja. So, die Zirkade ist auch lackiert. Ja, das ist ja wohl das Wichtigste. Ja, sicher. Aber ist 40 Tonnen ist Mittel, ne? Mhm. Mittel ist bis einschließlich 55 und ab 60 ist schwer. Okay. Ah, hier gibt es eine Pending Transmission, aber... Oh, und da gibt es auch fett Belohnung für. Ich mach mal Accept, aber ich guck mal... Das ist sogar hier. Na dann. Ja, Quest the Traitor, also der Verräter. Ja, dann... Ah, die sind ja recht hart, wenn du Pech hast, ne? Aber können wir machen. Scheißegal. Ist von Haus Kurita, da sind wir irgendwie nicht sehr geschätzt. Also wir haben Minuspunkte zum Verteilen. Aber gut, irgendwann ist halt immer, ne? ja, wenn ich voll auf Beute gehe, haben wir 10 Anteile. Da haben wir aber keine Versicherung und nix. Dann gehe ich vielleicht bei der Mission mal nicht auf Beute, sondern mach lieber hier Autoversicherung, ne? Aber wir haben ja genug Kohle, ist eigentlich egal. Ja gut, komm, dann spekulieren wir. Dann gehen wir auf voll auf Beute, auf 10, weil vielleicht es springt ja ein kleiner Mech oder irgendwas raus. 200 Tonnen könnten im Prinzip nochmal so spielen.
Ich habe natürlich wieder nicht gelesen, was wir eigentlich machen müssen. In Nacht Assassination, okay, also wieder so Punkte ablaufen und so einen bestimmten Typen kaputt machen. Ja, warte, nimmst du Jägermech, dann machen wir hier rechts, kriegt er wieder den Lokus. Oder nicht, ja? Oder. Zirkade steckt was weg. Und den Crab. Passt das? Nee, passt nicht. Nee, nicht, wenn wir die fetten Dinger hier nehmen. Aber man könnte. Das weiß ich, ne? Ja, man könnte die Zikade statt Blackjack, aber dann können wir rechts trotzdem nur den Lokas nehmen, weil mehr passt nicht. Auch kein Javelin? Ne, fehlen 5 Tonnen dann. Okay. Wir könnten aber, warte mal, ich glaube 2 Javelins nehmen. Also wenn wir dem hier einen Javelin geben und dem anderen auch, dann, okay, fehlen 5 Tonnen, aber dann haben wir 2 Javelin und die 2 fetten Max. Das geht auch. Haben wir Futter, also einmal Lockdinger und einmal die Falle, ne? Ja, die sind auch eher voll auf Nahkampf und wir haben halt die ganzen Fernkampfdinger. Ja. Können wir einfach mal versuchen, was soll's, wa? Hast du vielleicht 2 bessere Piloten für die beiden Javelins? Der hat zwar 4 von 8, aber... Ja, warte mal, der eine hier, also der linke ist der mit den Raketen, der sollte bei dem... Okay, da ist der rechte ja schon mal geiler, weil der mindestens 3 hat, ne? Ich guck mal, wer hier der beste Raketenschütze ist. Keiner. Der also 4 von 8 hat der DAO. Achso, stimmt. Rakete ist ja rechts. Ich habe links nach ballistischen Waffen geguckt. Okay, warte mal, dann gucke ich nochmal neu. Also da sind die beide gleich. Ja. Ja, ja, gut, okay. Ich meine, 4 von 8 ist ja jetzt schon gar nicht so ganz kacke, ne? Ja. Nee, dann passt das doch. Ja, okay, die dann Asiatin in dem roten Anzug sieht aus wie die von Star Wars, von den neueren Teilen. Ja, ja, ja. Und die hat auch, ist zwar leider schon auf 3 von 3, aber die hat Laser halt voll. Also ist das auch gut, dass sie den Laser-Javelin hat und der Raketen, und der andere Typ halt hat Raketending. Zumal der ja auch bei den anderen Stats hier immer nur 1 hat, ne? Aber ja, guck mal, der hat unten die Dinger schon alle auf Maximum, hier mit so Hitze und was weiß ich. Jo, vor allem Chance, befeindlichen Schuss auszubringen, sind die alle geil, ne? Ja. Das sind so hoch wie unsere Piloten. Ja. Ja, nur die gehen halt nicht mehr weiter, ne? Also da kommt jetzt halt nicht mehr viel, aber... Ja gut, okay. Aber den ich habe, hat auch 5 von 8. Ja. Ja, ist doch geil. Also, einmal rasieren. Ja, mein Pilot, vor allen Dingen 6 von 6, er reduziert erlittenen Schaden. Das heißt ja, der hat ja genug auf die Fresse gekriegt schon. Ja, sicher. Immer schön auf die Fresse. Ja, gut. Ja, wo oh, gestern so einstecken können, ne? Ja, apropos, gestern bin ich so ein bisschen mit dem anderen Auto mal so ein Online-Rennen gefahren. Nämlich nicht mit dem Porsche, sondern mit dem McLaren. Und bin vom Platz 17 gestartet, weil ich das Auto noch nicht so kenne. Und dann bin ich auf Platz 5 gelandet, am Ende. Und habe mich über 17 Runden mit einem anderen Aston Martin schön die ganze Zeit gekloppt. Also mit 2 Sekunden Abstand, das war echt sehr spannend, das Rennen. Ja, geil. Aber nicht auf, also ich habe die, also, ich hab die Wiederholung abgespeichert, könnte ich mal irgendwie so abspielen lassen quasi oder so. Aber das war echt ganz cool. Und vor allen Dingen, was sehr, sehr geil ist, deswegen ich das Auto eigentlich genommen habe. Also hier geht's weiß voll nicht runter, hier können wir nicht einfach so runter. Okay. So geil. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Jensen Button. Kennst du den? Ja. Der hat nämlich in der GT3 jetzt ein Rennteam gegründet und er ist der Erste, der ein Profi-Gamer, also den schnellsten Gamer, also Rennsim-Racer der Welt, der sitzt gerade neben Jensen Button im McLaren 720S und fährt die Saison. Ja, dachte ich mal fett. Ja. Und mit der Karre bin ich halt gefahren, das war echt ganz cool. Hat auch Spaß gemacht. Okay. Also die AKs sind stärker, finde ich. Ohne Scheiß. Ja, ist doch geil. Also ich kann die von hier oben gut eindecken mit LSR. Oh, da kommt aber glaube ich auch ein Handspeck da unten. Also da sind schon ein paar Max. Ich hab einen Firestarter hier gleich weg. Ah, da ist das Target. Ist ein Griffin, kein Handspeck. Ich komm mal da zu dir. Super. Ich dachte gerade, wir fliegen da drüber. Ne, voll in die Berge geballert. Ja, der
ist ja der Firestar, den habe ich so behakt von da oben. Ja, der hat auch nicht viel gebraucht jetzt. Also, und der Greif ist natürlich noch relativ frisch. Ja, den machen wir einfach weg. Den kann man gut in den Kopf schießen. Sehr schön. Okay, Mission schon erledigt. Können wir schon direkt verpissen. Ja, läuft doch. Ja. Jetzt sollen sie uns einfach den Greif als Beute geben für unsere 8 Anteile da oder 10, dann ist alles easy. Ja, nee, aber das wäre zum Beispiel mal geil, wenn es gepatcht würde. Oder vielleicht kommt sowas ja mit dem DLC. Ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, dass es... Oh, hier ist noch ein Blackjack. Schick die direkt auf, Jungs. Nee, dass man irgendwie vielleicht, zwei Max sogar. Naja. Blackjack ist schon gut im Sack da. Total überhitzt hier. Jo. Mach den Loctus auch noch direkt weg. Ja. Schick den rauf. Links sind Panzer. Ist halt geil hier mit dem Jägermech, der Loctus kommt da mit seinen MGs an und du machst das gleiche, aber mit AKs zurück. Ja, klar. Okay, hier sind Helikopter noch. Panzer, okay, aber jetzt haben wir hier gut grad wegrasiert. Ja. Oh, das ging ganz gut. Rechts ist immer noch hier ein Bad. Aber hinter diesem Spiel. Ich gehe mal weiter zum Dropship. Hm. Ne, das war irgendwie recht leicht machbar hier. Ist noch ein weiterer Mech hinter mir. Der kommt aber jetzt hoch. Ich bin jetzt quasi schon unterm Dropship, also ich denke, er geht jetzt hier raus direkt. Zwei weitere Mechs sogar. Also sogar ohne, dass er es diesmal gesagt hat, sonst ist er immer so, ah, okay, hier Mission geschafft und jetzt einfach hier zack weg. Alles klar. Aber geil, eigentlich kaum Schäden genommen, war ja auch ziemlich cool jetzt mit den Javelins. Ja. Ja, die teilen halt aus, ne? Ja. 4 M-Laser, 100 Schaden, die beiden KSL-6, die kloppen auch auf Fanny auf die Stelle immer schön rein. Eigentlich ganz gut. Noch ein bisschen Kohle. Hier kann man Heuschrecken erbeuten. Also ich meine, wir nehmen natürlich mit, ne? Kostet ja nichts, ne? Ja. Achso, KSR-Munition, wenn ich das... LRM nicht gibt mehr. Es? Ne, gibt's nicht. Nur Heatsinks und LRM-Munition. Okay. Aber gut, können wir ja mal kaufen. Machine Gun-Ammo. Ah ne, haben wir keinen Dings mehr für. Also. Ja gut, aber kann man ja... kann man ja gleich mal kaufen, weil das sollte ja eigentlich was sein, was immer mal verfügbar ist. Hm. Ach guck mal hier, der KSR-Typ hat 3 Mechs rausgehauen. Okay, ja, ich bin schon aus der Dings raus. Diese Mission hat noch eine Folgemission auf einem Planeten, okay, der quasi 2 nebenan ist. Ja, machen wir. Sollen wir da vielleicht hier die Mechs reparieren und da hinspringen, dass wir die wieder zur Verfügung haben? Ja. Weil ist zwar hier in der Kriegszone und so, aber ich finde, das hat jetzt so, lief jetzt so gut. Und ja. Dann repariere ich die beiden Javelins auf jeden Fall. Ja. Ja, und hier was Jägermech, ja, geht eigentlich auch noch. Und 10 Tage, also es wird, denke ich, ziemlich genau fertig bis dahin, wenn wir da sind. Weil hier ist das ja alles gleichzeitig, ne? Bei Battletech hat das vielleicht im letzten Video gesehen, das habe ich ja auch ein paar Mal gesagt. Da hat man ja rechts immer die Aufträge, aber der Typ, der ist halt da alleine. Ich meine, ist der hier auch, aber der hat es halt drauf oder so. Ne, und der macht die dann nacheinander. Also wenn der erste Mech 3 Tage braucht und der zweite 2 Tage, dann macht er die dann halt danach, logischerweise. Aber hier, kein Problem. Okay, ja, dann springen wir da hin zum Planeten Tigris. 100.000 kostet es nur, 20 Tage. Ja, perfekt, alles repariert. Ja. Deswegen, man muss nicht immer in die Industrial Hubs da reinspringen, sondern man kann auch einfach mal gucken, wenn es halt die Mehrkosten, sowieso die Flugkosten nicht übersteigt, dann ist es eh Quatsch. Ja, also hier jetzt rauszuspringen, vor allem nach hinten quasi zurück, reparieren, dann wieder hier hinzuspringen, das wäre ein Riesenumweg gewesen. Guck mal, oben rechts die Kohle, seht ihr ja, das hat jetzt nicht so mega viel gekostet. Ich meine, gut, die waren jetzt auch alle nicht so sehr kaputt. Und wir haben 300.000 auch verdient, wir waren glaube ich vorhin bei 6,3, ne? Okay, hier gibt es nur dieses, hier steht Quest, the Traitor, okay, ja, dann machen wir das Quest.
Ich setze wieder alles auf Beute. Ich habe leider nur 10 Beuteanteile. Man könnte einen mehr reinsetzen, aber dürfen wir nicht, weil wir bei denen halt nicht so beliebt sind. Aber gut. Aber so viele wieder, von denen abgeschossen. Ja, auch wieder 200 Tonnen. Das heißt, wir könnten theoretisch genauso nochmal zocken. Ich meine, warum nicht, ne? Hat sich ja bewährt. Ja. Also der Kleinste hat sogar die fettesten... Der Kleinste mit den wenigsten Waffen hat sogar die meisten Mechs umgehauen. Ja, ist doch geil. Ich meine, das ist halt cool bei den Mechs, oder man hat es halt häufig bei den kleinen Mechs beim Jenner ja auch, dass die so ziemlichen Punch haben, aber halt natürlich können die nicht da irgendwo mittendrin stehen bleiben, ne? Sind keine Mike Tyson. Ja. Aber ich meine, das ist ja auch eigentlich eher so rein, zack, 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 alle schießen, dann wieder irgendwo rumrennen, wieder rein. So, ist eigentlich ganz cool. Hast du mitgekriegt? Mike Tyson steigt wieder in den Ring mit 54? Ja, geil. Ja, was denn? Gegen irgendeinen auch so einen von seinen Gegnern damals. Ah, okay. Also mehr so showmäßig. Ja, ja. So ähnlich wie einer von den Rocky-Teilen, weißt du? Ja, ja, klar. Ja, eigentlich ja geil. Bei Mike Tyson, Junge. Ja, sicher. Kommt er mit seinem Tiger da in den Ringe? Macht dir die alle kaputt. Oder der beißt die kaputt, je nachdem. Ja. Ja, wenn das nicht so läuft, ne? Ja. Na, schon krasser Typ. Bei mit 54, überleg mal. Naja. So. Los geht's, aber das wird dann wohl mal die letzte Mission für heute. Ja. Ich denke auch, dass da nicht noch eine nachkommt, weil, also ich meine, ich war schon irritiert, dass da jetzt stand Quest, weil man hat manchmal diese Hochprioritätsmission da mit diesen Funksprüchen, aber dass das jetzt quasi so eine Mini-Folge ist, ist ja auch ganz cool. Aber das hatten wir, glaube ich, schon mal. Ja, das kann sogar sein. So, zwei Punkte. Einer ist relativ hier geradeaus. Ist die gleiche Karte wie vorhin, glaube ich, oder? Kann sein, ja. B für Map. Ja. So, mal gucken, können es ja hier relativ rechts halten. Guck mal, hier links ist schon alles in Ruinen. Auch geil. Das wäre immer cool, wenn die alten Schlachtfelder quasi noch mal so. Das wäre echt geil. Zumindest wenn du dann sowas hast wie, man spielt da zwei Missionen nacheinander, weißt du? Zuerst schützt man die Basis und dann. Ah, okay. Auch hier so ein angemalten. Ja, ja, der sieht ganz geil aus. Das ist hier die Davion-Bemalung, also für die, die wir eigentlich immer arbeiten. Okay. Aber ist halt Krieg hier, ne? So. Da bin ich aber froh, dass die Raketen genau über die Tür geflogen sind. Drei Panzer. Ich nehme den Manticore ganz sicher. Ja, der natürlich direkt wieder aus dem Tal rausgegangen ist. Boah. Oh, hier links sind noch Gegner direkt jetzt neben uns. Schrauber, den habe ich, aber da sind nur einige Panzer. Lauf mal rückwärts und mach die weg. Da ist echt einiges hier. Ich hab meine Maschinengewehre wieder entdeckt. Ja, geil. Ja, sind nämlich ganz cool, ne? Mhm. Da ist noch ein nächster Tour. Okay. Fallen machen keine Hitze, nix. Ja, das ist echt cool. Wo ist denn der Punkt? Ist der jetzt schon weg? Jo. Jo. Also war es ja offensichtlich nicht der richtige. Ja, gut. Hier sollten wir, sollen wir da reingehen? Hier ist oder so. Location, da rechts meinst du? Mhm. Ja, besser wäre aber sonst eigentlich hier den Gang da runter, oder? Weil ich ja, willst du da rein? Oh, keine Ahnung. Wer soll das denn? Mach mal alle kaputt. Warum hat der keine Railgun? Ohne Scheiß als Maschinengewehr. Ja. Das ist doch so ein toll, die Javelins hängen da hinten fest oder was machen die da? Muss doch nochmal gucken. Die haben gerade Körperkontakt. Ja, aber jetzt bewegen die sich wenigstens. Ach, das waren die MGs, ne? Mhm. Okay.
perfekt für den Hinterhalt hier. Aber geil wäre sonst ja. So ist natürlich cool, hier raus einfach gucken und dann alle kaputt machen, ne? Da ist er. Hab die Leute hier schon drauf geschickt. Ich gebe ihm schon mal ein paar LSR. Ah, Javelin ist da. Eine zu uns. Also, hinter euch ist ein Mech. Oh, hier ist noch ein mittelschwerer Mech. Ein Shadowhawk. Hat der Locust aber ganz gut gemacht. Der hat mich nämlich in den Rhein laufen lassen. Alter, ich hau da gerade alles rein. Ich auch, aber halt Hitze. Okay, ja, wir könnten auch eigentlich einfach abbauen, weil... Beide Arme sind rot, ja, müssen weg. Was ist denn der Punkt? Ist noch keiner, ne? Ja, doch, hier, also den Canyon. Ach, wieder zurück durch den Canyon. Ja. Ich gehe mal oben drüber. Na, hier kommen jetzt Panzer entgegen. Aber das ist nicht so schlimm. Kill confirmed. Da ist irgendwo ein Mech angezeigt gewesen. Ja, ein Locust. Ich sehe ihn ja. Ist ja rechts von dir wahrscheinlich, aber ich sehe ihn ja gar nicht. Der läuft jetzt in den Canyon rein. Ja, aber hier schon das Dropship. Oh, ich habe 2000 Schuss von den MG weggehauen. Ja, muss, ne? Okay, das haben wir. Vor allem ja, cool. der erste war ein Griffin und der jetzt auch wieder, weißt du, so schön getan. So, ah, der erste war ja nicht der richtige. Hat seinen Zwillingskumpel da reingesetzt. Ja. Okay, als der diese Mission am Anfang angezeigt hatte, hatte der drei Felder mit Fragezeichen. Deswegen mal gucken, ob wir was wir hier an extra Belohnung kriegen. Ja, der Shadowhawk ist zur Beute, aber leider kostet der 15 Teile. Ja. Kann man denn eigentlich jetzt in diesem Status der Kampagne so viele Teile in dieser Fraktion sammeln? Eigentlich doch nicht, oder? Ja, doch, doch, das geht hinterher richtig hoch. Du kannst auch bis zu 30 haben oder so. Ja, also, aber hinterher. Also normalerweise, du fängst doch bei den Blauen an oder so. Ja, also man muss gucken, wo man halt hinspringt und welche Mission man so macht, beruftechnisch. Auf jeden Fall dauert das und irgendwie ist das ganz komisch, denn es gibt manchmal so Dinger, da... obwohl du den Ruf ganz gut hast, kannst du da nicht so hochklicken, die ganzen Sachen. Also ist das wie so missionsabhängig auch manchmal. Allerdings, ja, okay. Hier ist der Extra-Loot, 300.000 extra, ein bisschen Reputation extra, zwei AK-2BF mit zwei Wertungen, eine AK-20, ja, und eine AK-10BF. Das ist schon geil. Sogar eine Dreier. Jo, das ist echt nicht schlecht, wa? Jo, die kosten ja fahren ja echt viel, ne? Ja. Gut, das war doch nicht schlecht. Guck mal, 7,5 Millionen haben wir jetzt.
Gut, und jetzt müssen wir noch reparieren, ne? Ja, hier steht jetzt nochmal was von Tracked Objective. Aber genau, warte mal, reparieren. Das können wir jetzt ja noch machen. Hier, Planet New Hessen, das ist doch, sympathisch. Da gibt es irgendeinen Rare Mech. Und dann kann man von da aus nämlich nächste Mal hier links reinspringen und da ist nämlich so eine Tracked-Mission, die dann auch wieder irgendwas Besonderes gibt. Guck mal hier, nur 50.000. Easy. Mal den einen erbeuteten Mech noch verticken. Aber ich denke, das war eine ganz gute Session. Also, ne, wenn ihr euch erinnert, am Start heute hatten wir 3,6 Millionen und wir schließen jetzt ab gleich mit irgendwas über 8 wahrscheinlich. Und haben halt auch schon... Oh, hier gibt es einen Small Pulse Laser und eine KSFP als Rare Weapon. Okay. Pulse Laser finde ich machen zu viel Hitze eigentlich. Ja. Okay, kostet nicht viel. Die KSFP, okay, ich weiß nicht, wieso die Rare ist. Die ist halt einfach eine Dreier. Ne? Also, ist jetzt schon nicht schlecht. Kostet 300.000. Ist denn eine Vierer in dem, Centurion drin? Könnte. Oh, ich glaube, der hat sogar eine 6. Ja, der hat eine Nuller 4. Sogar. Ja. Ja, dann holen oder können wir mal rein. Ja. Warte. Und die Zirkade hat, glaube ich, einen kleinen leichten Laser. Und du wolltest KSR-Munition, ne? Da hatten wir nur noch zwei Slots. Ja. Ja, munitionieren wir ein bisschen auf. Wir haben zwar hier 5% extra bezahlen, weil die uns nicht so mögen, aber das ist ja jetzt nicht so viel. Und ich vertick mal den Beutemec, ne? Mhm. Locust 700.000 gibt der immerhin. Ist jetzt gar nicht so schlecht. Ist ja gut. Dann statte ich den Dings schon mal mit der neuen KSR aus. Ja. Ist bei 7,5 Millionen. Ich guck mal noch ein bisschen Equipment verticken. Hier 9 LSR-10 mit einem Punkt brauchen wir nicht. Zumal wir auch 5 mit 2er Wertung haben. Wir könnten eben auch eine KSR-4 mit 2 Sternen geben. Och, sonst nimm ruhig die Fette. Ich meine, du spielst ihn ja ganz gerne und von daher einfach reinmachen, ne? Was soll's. Ja. Ich meine, die KSR4 ist jetzt auch nicht so super anfällig, weil die ja, glaube ich, im Center Torso ist, ne? Nee, die ist im linken Torso. Ah, okay. Ja, aber immer noch gut. Also immer noch besser als irgendwie im Arm wie die AK oder sowas. Ja, aber okay. Also, ihr seht's, ne? Dadurch, dass ich jetzt noch ein paar Sachen vertickt habe, haben wir 8,2 Millionen. Unsere Mech-Aufstellung hat sich nicht so stark geändert. Wir haben die Zikade reingenommen, den Assassin rausgeschmissen. Wir sind aber eigentlich ganz gut aufgestellt. Ich guck mal noch nach Piloten. Das ist ein 29er, der sieht nur geil aus. Okay, deswegen heuer ich den auch an. Das ist nämlich Captain Conrad. Und der hat so eine Piraten-Augenklappe. Ist da noch eine AK-10 BF zum Kaufen? Warte, Equipment, AK-5, also warte, Inventory, Market. Doch, aber mit 0er Wertung. Weil der hat nämlich eine AK-10 mit einem so einem Bums da drin und wir hatten eine AK-10BF mit 2 Sternen und eine mit 3. Mit 3 finde ich ein bisschen viel. Für den würde ich den 2er dir geben. Ja, also soll ich die Nuller hier noch kaufen oder dann lieber nicht? Als Reserve vielleicht einfach mal. Ja. Nehmen wir mal 2 Stück davon, was soll's. Okay, also schließen wir doch mit unter 8 Millionen ab, aber ihr habt's gesehen, ne? Wir stehen ziemlich gut da. Piloten. Centurion ist jetzt geiler. Ja. Was hat denn, warte mal. Und ich würde sagen, an der Stelle war es das schon mal. Wir gucken mal, das war, weil, ne, war jetzt ein bisschen was dazwischen vom letzten Mal zu jetzt, aber ihr habt ja zwischendurch immer andere Games auch sehen können. Mal gucken, wann es hier mit MechWarrior weitergeht. Ich denke, wenn irgendwann, ich weiß nicht genau, wann dieser DLC rauskommt, aber wenn der irgendwie verfügbar wird, dann werden wir da sicherlich auch mal reingucken. Und vielleicht dazu ein Video machen, aber ich denke, das sehen wir dann, ne? Also, genau. In diesem Sinne sind wir dann erstmal raus und danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.